Liebe Freunde der Kommunalpolitik, ihr seht die Startseite des Ratsinformationssystems der Landeshauptstadt Dresden. Ich hoffe, ich habe den Cursor angeschaltet. Startseite, Gremien, Sitzungskalender, Vorlagenanträge, Anfragen, Recherche, das sind die Reiter, die sollte man immer im Blick haben. Hier seht ihr die kommenden Sitzungen der einzelnen Gremien. Die interessieren mich jetzt gerade nicht. Ich möchte zum Sitzungskalender. Der taucht dann auf mit dem April. Ich gehe zur Stadtratssitzung, die am 23. war. Zack, hier seht ihr die Tagesordnung und zwar nur den öffentlichen Teil. Wer den nicht öffentlichen Teil, den es in dem Fall auch gab, sucht, der muss zu Informationen gehen und findet hier die Einladung und auch einen Nachtrag. Ich nehme an, die beiden sind jeweils identisch. Und dort sind auch die nicht öffentlichen Punkte aufgeführt. Die Anwesenheit dürfte so kurz nach der Sitzung, die gestern war, noch nicht wirklich stimmen. Ich gucke trotzdem mal drauf. Ich gehe nach ganz unten und sehe 76 Sätze bei 70 Stadträten. Da stimmt irgendwas nicht. Also, da stehen ein paar zu viel drin. Mal gucken. Dirk Hilpert gehört nicht dazu. Beigeordnete gehören nicht dazu. Wobei der Dirk Hilpert Stimmrecht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fehlt da einer? Ein CDUler, zwei Grüne, zwei linke SPD. Doch, also die Beigeordneten, die 6... Die ziehen wir wieder ab und dann haben wir 70 Stadträte. Irgendwas fehlt trotzdem. Egal. So, wir gehen wieder zur Tagesordnung. Und zu dem Punkt, zu dem ich eben bereits ein Video gemacht habe, das sind die Zuweisungen zum Verlustausgleich der Jahre 2017 und 2018 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dresden. Hier geht es zur gesamten Vorlage, aber da sieht man in der Regel auch nicht mehr als hier. Ich gehe trotzdem mal drauf. Vier Dokumente. So, hier sind die vier Dokumente nochmal. Hier steht das Datum, wann die Vorlage, ich nehme an, ins Ratsinfo eingestellt wurde. Das heißt, am 16.03. hat die Verwaltung die Vorlage intern abgestimmt gehabt und das Datum trägt sie. Hier haben wir einmal die Datei mit der Vorlagennummer, die hat 906 Kilobyte, ist also die größte Datei, danach kommt nur die Vorlage ohne Anhänge. Hier ist noch eine Beschlussausfertigung mit dabei, das dürfte tatsächlich von einer vorherigen Vorlage sein, richtig, und eine Beschlussempfehlung, ich nehme an von dem Gremium, weiß ich gerade nicht. Ich gucke mir in aller Regel die größte Datei an, die enthält in aller Regel alle anderen Dateien. Zack, speichern. Jetzt muss ich kurz raus und die öffnen. Ich hatte eben in dem Video vorher gesagt, die Vorlagen haben in aller Regel 5 Seiten. In dem Fall sind es tatsächlich 5 Seiten. Wir sehen hier der Oberbürgermeister als Chef der Verwaltung, steht in der Regel auf den Vorlagen obendrauf. Vorlagennummer, das Datum, hier steht es der 30. März, im Ratsinfo stand der 16., da bin ich mir nicht sicher. Dann kommt hier die Beratungsfolge, man sieht also, Dienstberatung des Oberbürgermeisters am 31. März nicht öffentlich, nur zur Information. Dann kam der Ältestenrat, der Ausschuss für Finanzen, der Ausschuss für Gesundheit, in Klammern Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dresden und zuletzt der Stadtrat. Und die einzige öffentliche Behandlung, wo also auch Zuschauer zugelassen sind, war gestern am 23.04. Und zwar, weil es beschließend war. Alle anderen waren beratend. Ja, muss man nicht wissen, aber ist schon eine recht nützliche Information. Wir sehen, wer die Vorlage gemacht hat, der Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht. Dafür ist der Finanzbürgermeister Peter Lames, SPD zuständig. Dann folgt der Gegenstand, Zuweisungen zum Verlustausgleich und so weiter. Der Beschlussvorschlag.
Punkt 1, Punkt 2, ich gucke, ob es noch einen dritten Punkt gibt. Nein, gibt es nicht. Was sollte also beschlossen werden? Der Eigenbetrieb städtisches Klinikum erhält im Haushaltsjahr 2020 zum Zwecke des Verlustausgleiches der Jahre 2017 und 18 Zuweisungen in die Kapitalrücklage in Höhe von insgesamt 10,837 Millionen Euro. Zweitens, die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Freistaats Sachsen für 2020. Kurze Nebenbemerkung. Ich hatte schon vor Jahren mal eine Presseanfrage gestellt, wie hoch denn diese sogenannten Schlüsselzuweisungen sind. Und die schwanken in den Jahren, es ist wie gesagt schon ein paar Jahre her, zwischen 800 und 1000 Euro, und zwar nur statistisch gesehen pro Einwohner der Stadt Dresden. Das heißt, 1000 Euro mal 560.000 Einwohner sind 5,6 Millionen, 56 Millionen, 560 Millionen, das ist nur eine Hausnummer, aber die trifft es ungefähr, bekommt die Landeshauptstadt Dresden aus Schlüsselzuweisungen des Freistaates, und der wiederum bekommt mit Sicherheit auch was vom Bund runtergereicht, aber das sind Gelder, die der Stadt Dresden zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, zu den Steuereinnahmen, und die belaufen sich auf rund, oder zuletzt beliefen sich die Steuereinnahmen, die die Stadt Dresden selber eingenommen hat, die also gleich im Stadtsegel blieben, auf rund 600 Millionen, und davon waren wiederum rund 300 Millionen Gewerbesteuer. Einfach mal, um die Dimension zu sehen. So, wie geht's weiter in der Vorlage? Seite 2, bereits gefasste Beschlüsse. Der war auch im Ratsinfo extra aufgeführt. Es gibt keinen aufzuhebenden Beschluss, und hier steht was über die finanziellen Auswirkungen und den Deckungsnachweis. Diese Felder sind in aller Regel leer, bis auf einige wenige. Investiv und konsumtiv. Und in dem Fall ist es ja keine Investition, sondern das wird verbraucht oder wurde schon verbraucht. Und hier steht Verlustabdeckung 10,837 Millionen Euro. Deckungsnachweis PSP-Element, wofür das Kürzel steht, weiß ich gerade nicht. Aber es sind relativ lange Nummern, die eine sehr eindeutige Zuweisung im Haushalt finden. Man kann also auch nach diesen Schlüsselnummern im Haushalt, Doppelhaushalt 2019 und 20 suchen und findet die im Zweifelsfall sogar mehrmals. Kostenart, Schlüsselzuweisungen vom Land, Anlagen der Wertbuchhaltung und so weiter, Bemerkungen. Und jetzt kommt auf Seite 3 die Begründung. Ich guck mal. Ja, eine Seite Begründung. Ist es zu viel zu lesen? Nee. Der Eigenbetrieb städtisches Klinikum erzielt in den Jahren 2017-18 einen Jahresverlust in Höhe von 2,9 bzw. 11,2 Millionen Euro. Für das Jahr 2019 wird ein Jahresverlust von ca. 11,9 Millionen Euro erwartet, und der Plan war nur bei 5 Millionen Miesen. Auch die Wirtschaftsplanung 2020 unterstellt für die Jahre 2021 und 2022 weitere Jahresverluste. Die Genehmigung der Erhöhung des Kassenkreditrahmens, das hatte ich in dem anderen Video etwas falsch ausgedrückt, Rahmens hatte ich vergessen, des Eigenbetriebes städtisches Klinikum auf 73,5 Millionen Euro für 2019 erfolgte durch die Landesdirektion mit Bescheid vom 12. Dezember 2019 bereits unter der Auflage des Ausgleichs der zahlungswirksamen Jahresverluste durch die Landeshauptstadt Dresden. Mit Bescheid der Landesdirektion vom 9. März, also kurz bevor diese Vorlage erstellt wurde, wurde diese Auflage konkretisiert, und die Auszahlung der Verlustausgleiche ist nunmehr bis zum 30. Juni herbeizuführen. Das heißt, die Kommunalaufsicht hat die Verwaltung bzw. den Stadtrat dazu gezwungen. Er muss das also machen, sonst gibt's Schimpfe, Schimpfe. So. 1, mit Bescheid, Schlüsselzuweisung. Ah ja, das ist nochmal interessant. Mit Bescheid vom 2. März über den Finanzausgleich, und zwar zwischen den sächsischen Kommunen, nehme ich an. Das heißt, die reicheren Kommunen kriegen weniger und müssen mehr zahlen, und die ärmeren Kommunen kriegen mehr und müssen weniger zahlen. So, sind für die Landeshauptstadt Dresden die allgemeinen Schlüsselzuweisungen festgesetzt worden, die mit 11,5 Millionen Euro über den geplanten Einnahmen liegen. Der Ausgleich der Jahresverluste wird durch diese Mehreinnahmen gedeckt.
Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb führen ergebnisneutralen Änderungen innerhalb des Wirtschaftsplanes. Die geplante Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird durch die zufließenden liquiden Mittel geringer. Es ergeben sich jedoch keine Änderungen hinsichtlich des Festsetzungsbeschlusses zum Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum vom 30. Januar. Dann, wie gesagt, das Anlagenverzeichnis. Das ist eine Beschlussausfertigung vom 30. Januar. Da hat der Stadtrat den Wirtschaftsplan beschlossen. Und das sieht doch kurz und knackig aus. Man findet also unter dieser Vorlagennummer in der Suche, zack, ups, hier oben Recherche, kann man die Vorlagennummer eingeben und dann findet man die gesamte Vorlage. Das hier ist nur die Beschlussausfertigung ohne Begründung. In der Begründung ist in der Regel genau aufgeführt, um was es geht. Und die Kurzversion ist hier abgebildet. Im Erfolgsplan mit Erträgen. Es geht um den Wirtschaftsplan, also was gedacht ist, was passiert. Die städtischen Kliniken rechnen also mit 2020, rechneten, muss man dazu sagen, im Januar, da war noch nichts mit Corona, 400 Millionen, knapp 400 Millionen Einnahmen bei Aufwendungen von etwas mehr als 400 Millionen und da wird also der Verlust der geplante. Im Liquiditätsplan, Bums, Gesamtbetrag, Verpflichtungsermächtigung, Höchstbetrag des Kassenkredites, 85 Millionen, also das ist das Maximum, was aufgenommen werden dürfte. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das gehört auch noch zum Wirtschaftsplan. Von diesen Varianten eine Vorzugsvariante auszuweisen und dies zu begründen. Einen Vorschlag zur zukünftigen Struktur der Leitung des städtischen Klinikums zu unterbreiten. Der Stadtrat hat auch in einer der letzten Sitzungen einen neuen Leiter bestimmt. Für die umfassende regelmäßige Mitteilung ist ein geeignetes Kennzahlensystem für das Management Controlling zu entwickeln. Der Stadtrat bekommt also im Unterschied zur Öffentlichkeit auch regelmäßig Management Controlling Berichte. Die sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht, weil es ja da um Wirtschaftszahlen geht. Und das geht sozusagen die Öffentlichkeit und im Zweifelsfall auch die Konkurrenz nichts an. In dem Fall ist es bei Krankenhäusern ein bisschen was anderes. Bei der Erstellung des Haushaltsplanes ist insbesondere auf eine ausreichende Liquiditätsausstattung zu achten. Dresden den 31. Januar, das ist also ein Tag nach der Stadtratssitzung gewesen. Und dann ist das ausgefertigt und rechtsgültig und es unterschreibt in aller Regel der Oberbürgermeister. Das waren also 5 Seiten, die man sich ruckzuck hätte durchlesen können und wo man durchaus eine Debatte hätte drüber führen können, wie ist es so weit gekommen. Ich habe dazu natürlich ein paar Hintergrundinformationen, unter anderem wurde in der Zeitung berichtet, dass nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Wenn also irgendein Chefarztposten oder was nicht besetzt werden kann, dann führt es mitunter auch dazu, dass die Patienten wegbleiben, weil sie eben lieber in ein anderes Klinikum gehen. Das ist nur eine Sache. Es sind, glaube ich, auch viele Renovierungen angefallen. Das heißt, es musste, was weiß ich, Brandschutz gemacht werden oder das Dach gedeckt oder neue Wasserleitung, was auch immer. Das weiß man vorher nicht immer. Jedenfalls haben die Krankenhäuser also in den letzten Jahren viel miese gemacht. Sie werden auch weiterhin miese machen. Und natürlich, ohne Frage, werden wir auch weiterhin die beiden städtischen Krankenhäuser brauchen. Aber einfach nur abnicken und nicht drüber debattieren, das war mir gestern eindeutig zu wenig. Damit will ich es bewenden lassen und drücke auf Beenden. Pfiat euch!